Hallo zusammen, heute pünktlich zum Oktoberfest Haxe im Dutch Ofen mit Dunkelbier. Dazu, um Energie zu sparen, wird Backkartoffeln zusammen mit Haxen gebacken. Haxen werden gekocht und Backkartoffeln wird gebacken. So sparen wir Energie. Und als drittes dazu Salat, Sauerkrautsalat. Und jetzt erstmal schauen wir einfach unsere Haxe ein. Oktoberfestgericht. Dutch Ofen, 11.6, 5 Liter Volumen, 3 Haxen oder Eisbahn. Jede Haxe 700 Gramm. Brenner in die Mitte angezündet. Warten bis das aufkocht. Fleischschaum wird aufgesammelt. Dann kommt das unterschiedliche Gemüse und Gewürzen rein im Pott. Und wird ungefähr 1,5 Stunden gekocht. Oh, langsam kommt das jetzt. Fleischschaum aufsammeln und entfernen. Fleischschaum wurde aufgesammelt. Jetzt erstmal Bier rein, halbe Flasche, 250 ml. Dann Gemüse und natürlich Gewürze. Und mit Salz wird abgeschmeckt. Wenn Sie haben zu Hause kein Dunkelbier, nehmen Sie ein faches Bier, welches euch schmeckt. Aber Bier soll nicht herb sein. Weiter geht's über Gewürzen. Ein paar Lorbeerblätter, dann schwarze Pfeffer und Sternanis. Sternanis unbedingt. Einfaches Suppengemüse. Erstmal Zwiebeln, dann Möhren. Petersilie wollte gerade abhauen. Nein, rein im Pott. Porree auch rein. Ohne Sellerie läuft auch nicht. Ingwer, paar Scheibchen. Knoblauchzehen, circa 4 Stück. Eine Knoblauchzehe und paar Scheibchen von Ingwer lassen Sie für Haxensoße. Später machen wir so eine Soße für Haxen. Kein einziges Gericht läuft ohne Salz. Salz, einen Esslöffel, nicht voll, rein. Dann Chili. Ich habe keine frische Chili, eingelegte Chili, bisschen rein. Jetzt alle Gewürze, Salz und Gemüse sind schon im Topf. Lass mich aufkochen, dann abschmecken wegen Salz, vielleicht wegen Schärfe. Und dann kommt das einfache Backkartoffel oben drauf auf der Ofendecke und lassen wir 1,5 Stunden kochen und Kartoffel backen. Backkartoffel oder Kartoffel, welche mehlig ist. Olivenöl oben drauf, dann mit Pinsel anpilzen, verteilen wir dieses Olivenöl, dann salzen natürlich. Und ein paar Rosmarinzweigen. Rosmarin und Kartoffel, die passen 100% zusammen. Zeit zum Anprobieren. Salzgehalt okay. Bisschen feines, bitteres Geschmack von schwarzes Bier. Aber schmeckt gut. Schmeckt gut. Jetzt. Oh, das ist ein bisschen heiß. Mit Decke zu. Ich habe jetzt so ein rundes Grillrost oben drauf auf Dutch Ofen Deckel. Und dann Kartoffeln oben drauf. Machen wir zu, passt das. Und dann auf Minimum. Und 1,5 bis 2 Stunden warten wir. Jede halbe Stunde am besten Haxen umdrehen. Fleisch haben wir als Haxen, Beilage als Backkartoffel haben wir auch. Salat fehlt uns. Und jetzt kümmern wir um Salat. Ganz einfaches, aber leckeres Sauerkrautsalat. Sauerkraut, 200 Gramm, selbstgemachtes. 2 kleine rote Zwiebeln und 3 Esslöffel Epsom aus dem Dose. Dann natürlich Aroma, schwarze Pfeffer, richtig rein. Olivenöl, bisschen umrühren, fertig ist. Wenn jemand möchte, kann natürlich Chili-Pulver auch rein. Dieser Salat kann man gestalten, wie du willst. Sauerkraut, Zwiebel dazu,
Erbsen, ein wenig Olivenöl, ein wenig schwarzer Pfeffer, Aroma. Dann haben Sie ganz einfaches, aber leckeres und gesundes Salat. Und dieser Salat passt sehr gut zu diesem Gericht. Haxen und Backkartoffeln. Erste halbe Stunde sind um. Wir müssen jetzt Haxen umdrehen. Super Haxen, die sind schon dicker geworden. Aber die brauchen noch Zeit, die brauchen noch Zeit. Alles wieder rein und warten wir nochmal halbe Stunde. Zweimal habe ich Haxen umgedreht, das heißt eine Stunde ist um. Wir haben noch 30 Minuten. In diesen 30 Minuten bereiten wir vor Grillsoße für unsere Grillhaxen. Einmal Gusspfanne oder Stahlpfanne, ganz wenig Sonnenblumenöl, einmal Zwiebel und Zwiebel wird angebraten, bis das Zwiebel gläsig ist. Wir haben zur Seite ein paar Scheibchen Ingwer und einmal Knoblauchzehe gelegt, jetzt haben wir die klein gemacht, kommt die auch rein und wird angebraten. Dann restliche Schwarzbier oder Dunkelbier, 250 ml. Aroma schwarzer Pfeffer machen wir heute nicht rein, aber Chili schon, Chili schon. Ein Esslöffel Senf und 2 Esslöffel Honig. Paar Zweige Thymian. Soße nicht lange kochen. Viertelstunde eigentlich reicht. Und jetzt möchte ich gerne probieren, wie schmeckt die Soße für diese Grillhaxen. Süß. Biergeschmack schmecke ich auch. Und natürlich Senf. Lecker. Soße fertig. 1,5 Stunden ist um. Es geht weiter. Das heißt Kartoffel, Grillrost und dazu von Deckel muss man alles runter. Und so sehen fertig gekochte Haxen aus. Ab jetzt Vorsicht angesagt. Haxen vorsichtig raus. Schwarte von Haxen soll nicht beschädigt sein. Auge isst mit. Die wissen schon. Wenn das Kartoffel nicht so weit, einfach Ablagerost und Kartoffel weiter backen lassen. Weiter geht's mit Haxen. Haxen wird angeschnitten. Natürlich, Haxen am besten erstmal abkühlen und dann anschneiden. Aber ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Haxen wird angeschnitten entlang und quer. Nicht tief schneiden. Und dann mit Salz, mit richtigem Salz einschmieren. Es geht jetzt weiter. Da sind die 3 Kumpels. So. Kartoffel jetzt kommt nach unten und Haxen nach oben. Passt das? Brenne in die Mitte einfach aus. Und beide links und rechts auf volle Pulle. Jetzt läuft unser Gasgrill auf volle Pulle. Wie lange sollen wir jetzt Haxen grillen? In unserem Gasgrill? Ich würde sagen, vielleicht 30 Minuten. Nach vierter Stunde schaue ich einfach rein und wird mit unserer Soße einfach angepinselt. Oder vielleicht später, nach 30 Minuten wird angepinselt. Schauen wir einfach. Langsam habe ich schon kein Geduld. Nach 20 Minuten habe ich Grillhaube aufgemacht und mit dieser Soße drüber gestreut und diese Zwiebel, welche war in Pfanne, auch reingetan. Kartoffel, nicht schlecht aus. Natürlich, Haxen sind nicht so weit, die sind nicht so weit. Viertelstunde bis 20 Minuten nochmal, warte wir. Endlich Viertelstunde ist um. Ich habe jetzt schon riesen Hunger. Kartoffel super, aber ich sage sofort, wenn jemand möchte knusprige Schwarte von Haxen haben, soll natürlich lange im Grill oder Backofen lassen. Oh,
Kartoffeln. Das sieht fantastisch aus. Und jetzt Wow. Und so sieht unser Oktoberfestgericht aus. Kartoffel, gebackene Kartoffel. Dann Sauerkrautsalat, leckere Sauerkrautsalat. Und leckere Haxen. Ich wiederhole nochmal, wenn jemand möchte, Haxen mit knusprigen Schwarten natürlich soll im Gasgrill oder Backofen länger essen. Ich habe euch gerade fast vollgelabert, aber mein Kollege schläft nicht. Er macht Teller voll. Sauerkrautsalat, Kartoffeln und Haxen. Jetzt, das hat alles gedauert natürlich. Mit Haxen dauert das, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Dazu parallel Backkartoffeln backen, Salat, Sauerkrautsalat dazu machen. Da haben wir das perfekte Oktoberfestgericht. Und jetzt einfach garnieren wir. Erstmal Kartoffeln. Und sofort ein Stück Fleisch. Hey, ganz weich, ganz weich. Und dazu Salat. Kochen Sie oder grillen Sie dieses Oktoberfestgericht mit Backkartoffeln, mit Sauerkraut und mit gegrillten Haxen. Einfach mega. Eure Familie wird begeistert von diesem Oktoberfestgericht. Tschüss und auf Wiedersehen und bis nächstes Mal, eure Grillgin. Und ich esse weiter. Mm-hmm.